Weatherby und die 1. Infanteriedivision stecken bei Hajab El Ayun fest. Und die Briten? Sie rücken nur mühsam an der Küste entlang vor. Die deutsche Nachhut macht Ärger. Herrgott, die ganze verdammte Offensive steckt fest. Man könnte fast meinen, die Deutschen würden unsere Pläne kennen. Wer befehligt die deutschen Truppen? Ein gewisser General von Richter. Anscheinend hat der General einen Fehler gemacht. Was meinen Sie? Seine Flanken sind stark, im Zentrum aber ist er verwundbar. Sie nennen eine Kampfgruppe der 10. Panzerdivision verwundbar? Nachzügler und Überreste. Wenn ich mir sein Hauptquartier schnappe, bleibt ihm keine Zeit zu reagieren. Das ist ziemlich riskant. Vielleicht, aber nur so können wir Weatherby und Montgomery entlasten. Die Führung der 10. Panzerdivision ist bei Sidi Bouzid. Den Kopf vom Rumpf trennen, um den Gegner zu besiegen, hm? Ihre verfluchten Panzerabwehrgeschütze. Meine Einsatzkräfte sind weiterhin einsatzbereit, Colonel. Thank you.
aufpassen. Feindliche Panzer an unserer Flanke. Colonel, Sie müssen mindestens einen Panzer für die Zerstörung des Hauptquartiers schonen. Vorsicht, Sie haben einige Pak-40er. Die sind viel gefährlicher als die kleinen Pak-36er. Was? Das Hauptquartier war eine Attrappe aus Holz und Stoff. Das Gebäude ist nur ein Köder. Von Richter lockt uns in eine Falle. Funkstille. Als hätten sie aufgehört zu reden. Von Richter hat das Licht ausgemacht, hm? Was die Position seiner Truppen angeht, tappen wir im Dunkeln. Verdammt ärgerlich. Ich dachte, wir könnten seine Kommunikation unterbrechen. Wir sollten dem Hauptquartier mitteilen, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Lieutenant Colonel, Sie graben sich besser so tief ein, wie Sie können, bis die Verstärkung eintrifft. Der Moment der Wahrheit, was?
Wird Zeit, in die Trickkiste zu greifen. Und ich dachte, ich könnte bald einen Tee auf der Piccadilly nehmen. Ist das eine Bar, Sir? Captain Kowalski, Ihre Ungebildetheit ist offensichtlich grenzenlos. Wir haben soeben Panzerabwehrverstärkung erhalten, Sir. Die Verstärkung ist hier, Sir, und Sie haben Aufklärungseinheiten dabei. Respekt, Sheridan. Sie haben wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt. Aber mit von Richter sind wir noch nicht fertig. Das Aufklärungsflugzeug unterminiert Ihre Funkstille. Jetzt haben wir sie. Endlich erfahren wir, wo der Feind sich versteckt hält. Weatherby und die Briten werden über unsere Flanken angreifen. Rommel mag entkommen sein, aber wir vernichten seine Nachhut. Sir, es befinden sich Panzerabwehrgeschütze in Elgem. Das wird eng.
Die dürfen unsere Panzer nicht ins Visier nehmen. Lieutenant Colonel, Weatherby meldet den Beginn seines Angriffs. Sheridan, die Panzerabwehrstellungen machen uns Probleme. Sie müssen sie unbedingt ausschalten. Sofort! Mein Gott, die deutsche Panzerabwehr wird seine Panzer in Stücke schießen. Wir müssen sie sofort zerstören. Lieutenant Colonel, die Briten haben Probleme. Wir sollen die feindliche Flanke angreifen. Sie haben einen Tiger! Unternehmen Sie etwas, Colonel! So ein Tigerpanzer kann eine ganze Panzerkolonne auslöschen! Die Einheit bricht auseinander! Die Stellung einrücken! Lieutenant Colonel, seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Biest angreifen! Sir, die Deutschen ergeben sich. Die Stadt gehört uns. Aber für Siegesfanfaren ist es zu früh. Das Afrikakorps konnte sich zurückziehen. Sogar die Nachhut ist entkommen.